Da oben ist einer. Jack, lass mich in Ruhe. Ich tu dir auch nichts. Ich tu dir nichts, Jack, und dann tust du mir auch nichts. Da oben läuft doch einer lang, oder? Da ist einer. Der Scharfschütze hat das ganze Tal im Visier. Dann, lass uns doch mal den Scharfschützen versuchen zu erledigen. Da unten ist auch noch einer. Die haben alle das Tal im Visier. Und die haben hier einen Tiger oder einen Leopard. Habe ich die Wurfmesser, will ich ausrüsten. Nein, 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 nein. Wir wurden entdeckt, oder? Ich habe schon zu lange getötet. Fahren auf so was. Los! Im Namen des Königs, stirb! Achtet auf jedes Detail. Findet ihn! Ich glaube, die haben uns schon entdeckt. Hier ist eine Arm aufgelaufen. Schwärmt aus und findet die Quelle. Okay. Oh, da ist ein dicker mit einem Panzer. Und ich mach dich fertig. Da sind jetzt noch zwei Dicke mit dem MG. Und beide sind auf einer Position. Jawohl. Aber es zählt, glaube ich, nicht als lautlos ausgeschaltet. Aber trotzdem haben wir den eingenommen, ohne Alarm auszulösen. Und das ist auch schon mal einiges wert, wie ich finde. Sehr schön. Ah, schade, schade, schade. Marmelade, dass der nicht zählt, der Außenposten. Als neue Aktivitäten Weltkart ansehen. Ah, als lautlos eingenommen. Leider war es ein bisschen laut, was wir hier gemacht haben. Was haben die irgendwie gelagert? Hä? Verstehe ich nicht, was die meinen. Wo komme ich denn jetzt hier? Erstmal holen wir die looten wir die Leichen. So. Erstmal looten wir die Leichen, wollte ich sagen. Jedenfalls die, die uns jetzt hier auf dem Weg sind. Hier ist eine Kiste. Tja, lautlos einnehmen, da muss ich wohl nochmal üben, wa? Am besten bevor ich den letzten Außenposten einnehme. Mal schauen, ob ich den vielleicht so einnehme, dass dass ich quasi das Offscreen mache oder halt hinterher mal einnehme. Müssen wir sehen. Oh nein, es hörte sich nach einem Tiger an. Schade, dass ich jetzt nicht da bin. Da müssen wir aber hoch und ich werde versuchen, so weit wie möglich mit dem Gleiter noch zu kommen und dann den Wingsuit benutzen. Und den Fallschirm sofort ziehen. Sonst wären wir jetzt hier elendig draufgegangen, glaube ich. So, töte Sabal. Ich glaube, wir müssen auch diesen Weg hier nehmen. Diesen Weg hier hochlaufen. Warte mal, ich will das hier mal irgendwie. Ein schönes Bild. Kriegen wir das hin? Ja. Ist ein schönes Bild, aber mal schauen, ob wir noch schönere Bilder hier hinkriegen. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, nutze ich das auch als Thumbnails teilweise. Was ich hier so fotografiere in den Folgen. Oder mehr oder weniger fotografiere. Ich kann es ja noch nicht mal richtig fotografieren. Das finde ich allerdings ein bisschen schade. Ich glaube, das ging bei Far Cry 3, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, dass bei Far Cry 3 dieselbe Option war, nur ohne Interface ausschalten, oder? Ich weiß es jetzt nicht 100 Pro, aber
Ich werde mich da nochmal schlau machen. So, und wir gehen jetzt hier mal bei Sabal rein und schauen, was er so uns zu sagen hat. Alles hier an Amita. An Amita! Glaubst du, sie kann Kyrat retten? Wie? Mit Drogenfeldern, soweit das Auge reicht? Mit Selbstmordnetzen in Fabrikstädten, wo Männer, Frauen und Kinder frei sind, arm zu sein? Es ist ein Land der Möglichkeiten, in dem jeder ein Sklave ist. Glaubst du, das wäre das Land, in dem deine Mutter ihre letzte Ruhe findet? Also, wie wird es enden, Bruder? Scheiße. Ich wollte ihn nicht töten. Es tut mir leid, Sabal. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Aber wenigstens haben wir es kurz gemacht. Sabal ist kein Problem mehr. Ich kann es nicht glauben. Es tut mir leid, AJ. Es musste sein, aber das macht es nicht einfacher, oder? Aber darum kümmern wir uns später. Erst müssen wir dieses Land befreien. Es tut mir leid, Sabal. Es tut mir schrecklich leid. Es tut mir sehr leid, Sabal. Ich hab ja anfangs immer seine Mission gemacht und hab dann mich doch für Amita entschieden. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig war. Aber wir werden es sehen. Und es allein aus diesem Grund lohnt es sich, wegen dieser Entscheidung, lohnt es sich schon wieder, das Spiel nochmal zu spielen, um die andere Seite nochmal zu sehen. Und dann kann man meiner Meinung nach erst richtig entscheiden, ob man beim ersten Mal die richtige Wahl getroffen hat oder beim zweiten Mal es die richtige Wahl gewesen wäre. Ist so ein bisschen wie bei The Walking Dead, würde ich sagen, wo man ja das auch noch 2-3 Mal spielen kann, bevor man überhaupt weiß, was richtig und was falsch gewesen ist, ob man was hätte verhindern können oder ob nicht. Und in diesem Fall, tja, Sabal, es tut mir einfach leid. Ich würde sagen, wir gedenken ein wenig, Sabal. Machen mal so eine Art Schweigeminute, wenn du willst. Wenn man so will. Ich hätte auch gedacht, naja, dass wir Sabal irgendwie anders ausschalten, es epischer wird und nicht einfach so vor die Wahl stellen, ja, soll ich den jetzt töten oder soll ich ihn nicht töten? Wir hätten natürlich auch ihn nicht töten können, dann hätten wir wiederum es wahrscheinlich geändert und hätten gesagt, ja, okay, wir entscheiden uns für Amita, aber Sabal ist nun mal jetzt tot. Daran können wir nichts mehr ändern. Und, ja. Tja, ich weiß nicht, ob es die richtige oder die falsche Entscheidung war. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, hätten wir Sabal umbringen sollen oder nicht? Hätten wir uns doch lieber auf seine Seite schlagen sollen, wie von Anfang an? Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, diese Entscheidungen, die man trifft zwischen den beiden, die beeinflussen ja auch so ein bisschen das Spielgefühl und ein bisschen auch das Spiel, den Ablauf des Spiels. Finde ich gut. Die beeinflussen es aber auch nicht zu sehr. Man hat trotzdem immer noch einen Strang. Es sind nur... Ja, man hat nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber es ist immer noch derselbe Strang. Derselbe Story-Strang. So, wir versuchen jetzt mal hier zu landen. Ja, war einigermaßen gut. Im Vergleich zu sonst.
Die zwei sind auch lustig. Kämpft. Los, kämpft. Na, kämpft schon. Trainiert doch zusammen. Los, trainiert. Ich bin kein Krieger, aber ich muss an die Familie denken. Cool. Es macht einfach Spaß, solchen Kleinigkeiten zuzusehen, muss ich sagen. Wie die hier schön trainieren. So. Aber wir machen jetzt die Mission für den goldenen Pfad. Ach, guck mal, und hier wird gerade die Waffe repariert. Hast du etwa Ladehemmungen? Sollen wir dir helfen? Unsere Waffen funktionieren nämlich noch. Was hat sie denn da drin in dem Munitionsschlitz? Das bringt's auch nicht. Gewalt bringt dich nicht weiter. Ich finde echt solche Details echt schön, muss ich sagen. Und ich gucke mir sowas auch gerne an. Solche Animationen. AJ, wir haben auf dich gewartet. Alle bereiten sich auf den letzten großen Angriff vor. Gegen Pagans Festung. Das wird nicht einfach. Ich habe das von Sabal gehört. Was du auch denkst, Amita will immer nur das Beste für Kyrat. Wir müssen weiter. Tja. Es ist gut, dass du uns bei dem Angriff hilfst. Du bist ein guter Krieger. Ja, das sind wir. Es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Es ist mir auch eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Jetzt im Endkampf, meine Lieben. Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt so lange gebraucht habe, ich habe mir die Situation hier mal kurz angeguckt. Da oben sehen wir nämlich so ein paar Details, also ein Waffenbauplan, hier so ein paar Hammer, Einhammer, ein paar Maulschlüssel. Ja, jetzt seid doch mal ruhig, ich erzähle gerade. So, ein paar Maulschlüssel, eine, ja, Wasserpumpenzange, Pfeilen, wenn ich das so richtig sehe. Auch sehr schön und detailliert hier gestaltet. Also Ubisoft gibt sich immer große Mühe, die Welt sehr realistisch zu gestalten. Und hier ist noch ein Brief. Lebt wohl. Ich habe beschlossen, mich nach Süden abzusetzen. Ein Soldat kam gestern hier vorbei, verirrt und hungrig. Er sagte, dass er ins Territorium des Goldenen Pfads fliehen wolle, weil man ihn dabei erwischt hatte, wie er den Rebellensender im Radio hörte. Ich höre ihn auch immer und habe entschieden, den Soldaten zu begleiten. Der Norden ist einfach kein Ort mehr, an dem ich leben möchte. Ich habe genug von Pagan Min. Selbst die Soldaten wenden sich gegen... Tod für Pagamin! Tod für Pagamin! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Tod für Pagamin! Oh, verrückt geil! Hier geht ein richtiger Konvoi los! Wenn ich jetzt noch richtig gut fahren könnte, wäre das vielleicht auch cool. Ein Konvoi gegen Pagamin! Los in den Krieg! In den Krieg gegen Pagamin! Endlich wird er sterben. Und wie sich es die ganze Zeit so angehört hatte, scheint AJ der Sohn zu sein. Das wollte ich auch nochmal so erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob man es rausgehört hat, aber wenn man so zwischen den Zeilen liest und genau hinhört, dann hat man auch manchmal so ein paar Vermutungen anstellen können. Und ich vermute, dass Pagan der Vater, wirklich der Vater ist von AJ und nicht Mohan Gale. Also quasi ein uneheliches Kind. Aber ich weiß es natürlich nicht. Und dann kriegen wir vielleicht, oder kommen wir vielleicht... Mörserbeschuss, jetzt geht's los, liebe Freunde. Das große Finale, die königliche Festung. Alter. Ab in den Krieg! Wuhu! Way! Way! Oh, fuck. Die Musik dabei ist auch cool. Wir ziehen jetzt ab in den großen Krieg. Oh, Mann. Ja.
Oh geil, die Musik ist auch geil. Ich habe jetzt kurz nur angehalten, um die Musik zu frönen.